Als kleine nachträgliche Weihnachtsüberraschung jetzt doch noch eine Fortsetzung zum Thema Software Defined Radio. Und die soll zeigen, dass man mit SDR wesentlich mehr kann als nur Radio hören. Herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Automatic Dependent Surveillance ist ein System, das die Flugsicherung nutzt. Jeder Flieger übermittelt ständig Daten über Position, Geschwindigkeit und die eigene Kennung. Und die können wir auch empfangen. Was brauchen wir dazu? Na, zunächst mal unseren SDR-Empfänger und eine vernünftige Antenne. Da müssen wir gar nicht viel Aufwand treiben, denn die Sender sind ja direkt über unseren Köpfen. Meistens reicht ein einfacher in die Luft gehängter Draht völlig aus. Wer das Ganze aber ein bisschen professioneller und langfristiger machen will, der sollte sich eine passende Antenne bauen. Da bietet sich an, so eine Groundplane-Antenne für eine Frequenz von 1090 MHz, wo der Flugfunk sendet, wären die Dimensionen auch nicht allzu groß. Jeder dieser Stäbe würde in etwa eine Länge von 6,5 cm haben. Jetzt brauchen wir nur noch eine Software, die unsere Daten dann aufbereitet, und die besteht aus zwei Teilen. Da wäre als erstes ein Empfangsprogramm, das Programm ADS-B Sharp. Das installiert auf unserem Rechner eine Art lokalen Server, an den es dann die empfangenen Daten übermittelt. Dann brauchen wir ein Programm, was die grafische Darstellung übernimmt. Das nennt sich ADS-B Scope. Beide Programme liegen als ZIP-Datei vor, müssen nur entpackt werden und nicht installiert. Es werden also keine Einträge in die Registry gemacht. Jetzt starten wir unseren Server. Zunächst mal müssen wir den mit unserer Hardware verbinden und können dann starten. Jetzt sollte sich so langsam die Framerate nach oben bewegen. Das ist dann ein Zeichen, dass da auch was empfangen wird. Sollte die Framerate bei 0 bleiben, muss man erstmal seinen Empfänger oder die Antenne überprüfen. Wenn der Server dann läuft, starten wir unser grafisches Programm ADS-B Scope. Das liegt in zwei Versionen vor. Die eine Version kann nur 256 Flugbewegungen anzeigen, die andere über 16.000. Hier haben wir auf einer Seite eine Karte und rechts eine Tabelle, wo dann die Flugdaten erscheinen. Zunächst müssen wir mal unser Netzwerk einrichten. Dazu müssen wir als Portnummer die 47.806 eintragen und der lokale Server hat die IP 127.0.0.1. Als nächstes brauchen wir bloß noch den Client aktivieren und hier oben sollte jetzt Connected erscheinen. Und schon tauchen die ersten Flugdaten in der Tabelle auf. Damit auf der Karte auch was zu sehen ist, muss ich jetzt natürlich da meinen Standort erstmal auswählen. Das, was von mir aus hier am nächsten ist, das wäre der Flughafen Berlin-Tegel. Na, TXL heißt er. Da oben ist er. Ja, und schon sehen wir auch die ersten Flugbewegungen auf unserem Bildschirm. Vor ein paar Wochen wäre hier noch wesentlich mehr Betrieb gewesen, als Tegel noch in Betrieb war. Etwas später haben wir einen richtigen Brocken auf der Karte, eine 747-400. Wir sehen in der Tabelle, es wird übermittelt die Registrierung, die Flugnummer, die Höhe, die Position, die Geschwindigkeit. Climb zeigt dann an, ob die Flieger steigen oder sinken und eventuell auch der Flugzeugtyp. Ja, jetzt haben wir mal 5 Flieger auf dem Schirm. Der
OEHBB ist gerade gestartet, wie es aussieht, weil er eine sehr hohe Steigrate hat. Und der ägyptische Flieger ist wahrscheinlich gerade im Landeanflug. Ja, das ist vielleicht ein kleiner Ausgleich für alle, die in der Nähe von Flughäfen wohnen und etwas Fluglärm geschädigt sind. Auf die Art kann man wenigstens sehen, wer den Krach verursacht. Ich hoffe, das war informativ für euch. Vielleicht habt ihr Lust, das auch mal auszuprobieren. Ich würde mich wie immer über ein positives Feedback freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.